Gott, ist das kalt! Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die nächsten 7 Tage versuche, ohne jegliches Geld klarzukommen. Ich habe jetzt hier so ein veraltetes, schnoddriges T-Shirt gefunden. Eins. Ist einfach geil. 5, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sitze ich gerade in meinem Zelt. Die Sonne kommt etwas raus. Die schlechten Wolken verschwinden. Es ist Zeit, ja, in den See zu springen und die Haare etwas zu waschen. Ich habe es jetzt eben schon mal gekämmt. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die nächsten 7 Tage versuche, ohne jegliches Geld klarzukommen und euch so ein bisschen mitzunehmen. Wie mache ich das? Wie kann man günstig bzw. vielleicht sogar gar ohne Geld reisen gehen? Ich habe mir hier jetzt einfach eine alte Wasserflasche gegriffen. Da es hier verdammt, verdammt kalt und windig ist, werde ich mir jetzt meine alte Wasserflasche nehmen und ja, immer wieder Wasser reinfüllen und dann schauen, dass ich das Ganze ja in meine Haare packe und dann ja das Ganze mal ausspüle, dass der ganze Sand und das ganze fettige Haar mal etwas fresher wird. Let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright. Oh God, that's cold. Ich sehe gerade das Wasser. Also so wirklich Haare waschen ist das auch nicht, wenn das so ein Wasser ist. Ekelhaft, Mann. Egal, ich bin jetzt hier durch. Meine Haare sind nass. Ich werde jetzt schauen, dass ich ein altes T-Shirt finde, das drum binde, weil ich einfach kein Handtuch habe. Und dann, ja, wollen wir mal schauen. Ich habe jetzt hier so ein veraltetes, schnoddriges T-Shirt gefunden, das ich mir meine Haare klatsche. Ich werde jetzt meine Kapuze drüber ziehen und dann mal meine dreckige Wäsche waschen und die dann hier auslüpfen. So, wir kümmern uns jetzt einmal hier um die Dreckwäsche, bringen die einmal aus und hängen die dann ja irgendwie übers Motorrad zum Trocknen und Auslüpfen. Meine Haare sind jetzt hier ganz gut am Trocknen und meine Wäsche ist hier aufgehängt. Die trocknen jetzt gerade in dem Wind und der ja einigermaßen vorhandenen Sonne. Und ja, dann wollen wir mal 5 Minuten warten, schauen, ob das Ganze ja weiterhin trocknet. Ich bin gerade noch dabei, meine elektrischen Geräte hier zu laden an der Motorradbatterie. Und ja, habe gerade noch mal meine Achseln und so Sachen gewaschen, die man so wäscht. Und werde jetzt ja schauen, dass ich vielleicht Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren irgendwo finde. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Und werde mir meine Wasserflasche geben, mit der wir gerade meine Haare gewaschen haben. Und werde ja etwas weiter hinten im Wasser mal schauen, dass ich Trinkwasser bekomme, damit wir uns kein Wasser kaufen müssen. Yes. So, das sieht doch schon besser aus. Hier haben wir jetzt Wasser zusammengesammelt. Etwas weiter hinten aus dem See. Nicht ganz vorne, sprich, das kann man hoffentlich trinken. Ich werde jetzt mein Zelt hier zusammenpacken und dann mal schauen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen auf die Suche nach Essen. Die Sachen sind jetzt hier einigermaßen trocken, aber doch noch nicht so, dass ich sage, ey, ich würde die jetzt einpacken. Sprich, ich werde die jetzt hinten hier auf mein Gepäck schnüren, dass dann, wenn ich jetzt gleich fahre, der Fahrtwind hoffentlich meine Klamotten rest trocknet. Dann werde ich drüben in die Stadt fahren, da soll wohl angeblich eine Sehenswürdigkeit sein mit so einer Schaukel im Wasser, keine Ahnung. Werde ich mir mal anschauen und dann, ja, wie gesagt, gucken, dass wir irgendwie Essen finden. Sachen sind jetzt fertig drauf. Ich packe ganz gerne das Stativ immer oben drauf. Wenn ich irgendwo mal einen Spot habe, wo ich denke, ey, geil, hier möchte ich 2, 3 Bilder machen, dann komme ich da schnell dran und muss nicht lange kramen und irgendwie stehen bleiben, sondern das geht ganz easy. So, hier habe ich meine alte Colaflasche, die ich vor 2, 3 Tagen von einem Pärchen geschenkt bekommen habe. Ich werde jetzt in meine Handschuhe rein und dann wollen wir mal gemeinsam schauen, wie
sehe hier vorne gerade schon, hier gibt es die ein oder anderen Brombeeren, die hier wachsen. Aber diese zwei machen den Kohl jetzt auch nicht dampfig. Sagt man das so? I don't know. Einmal eine gute Tat am Tag. Oh, das ist eklig, Alter. Bäh. 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 Yeah. Komm. Let's go for it. Eine gute Tat am Tag ist doch gar nicht so schlecht. Schon ganz schön dreckig hier, da bin ich ja ehrlich. Safe damit hat sich irgendwer den Popo abgewischt. Oh, Rückwärtsgang. Zieh durch, Brudi. Okay, oh ja, oh ja. 10 Meter fahren. Das war ja easy, Mann. Seht ihr das? Alles voller Brombeeren. Oh Gott, ich habe mein Abendessen gefunden. Junge. Ist das geil? Oh Junge, ist das geil? Oh Gott, ist das geil? Ich drehe am Zipperledo. Hier ist ja alles voll. Oh Gott, ist das genial. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade sehen hier. Ich werde jetzt einmal hier Rest Cola ausschütten. Und dann. Oh, ist das gut. Eins. Richtig, richtig geil. Ich werde jetzt hier die Flasche mal voll machen. Und dann fahren wir weiter. Ich habe jetzt hier soweit einiges zusammengesammelt. Werden wir uns hier noch die besten Brombeeren raussuchen und die Flasche weitestgehend. Es ist unfassbar, wie geil die schmecken. Richtig, richtig frisch, richtig gut. Ich habe jetzt hier meine Brombeeren zusammengesammelt. Das muss für heute reichen, aber ich denke, das ist auch mehr als genug. Ich werde das nachher schütteln und dann so trinken. Das ist zumindest die Mission. Ich werde das jetzt bei mir in die Tasche packen und dann mal schauen, dass ich mich auf den Weg mache. Es ist jetzt schon recht spät. Wir haben es jetzt um die 5 Uhr und ich habe noch einiges vor heute. Meine Hände, Mann, ich sehe aus, als hätte ich gerade jemanden umgebracht. Schon wieder Müll gefunden, Mann. Warum ist dann überall immer alles voller Müll hier? Dieses Land ist echt dreckig. Mag ich nicht. Mögen wir nicht. Packen wir ein, werden wir sauer. Schwing die Hüfte rauf. Mach den Motor an. Mal schauen, dass hier niemand guckt, wenn wir hier heimlich irgendwas reinschmeißen. Aber das sollte doch klappen. Top. So, Stativ nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Richtig cool. Ganz krass eigentlich. Ne? Jetzt ist das Wetter gegen Abend hier doch wieder ganz gut. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Guck mal, hier auch schon wieder Brombeeren. Alles voll. Ich bin jetzt hier angekommen bei der Sehenswürdigkeit. Man kann das da vorne schon sehen. Da sind Schaukeln im Wasser. Und ich bin am Überlegen, ob ich reingehe. Das ist recht frisch. Hier drumherum einige Leute, die habe ich gerade kennengelernt, die sind richtig lieb. Und ja, mal schauen, ob ich ins Wasser gehe. I would never wait for something to let it go to waste. With everything at stake. Ich bin jetzt hier tatsächlich gerade noch ins Wasser gegangen. Das war ganz schön frisch, aber naja, man macht, was man nicht lassen kann. Mir wird jetzt gerade Spanisch beigebracht. Okay, Francesca? Francesca Sami Franqueca. In English? 1, 2? 3. 5, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Wow, cool. Guckt euch an, wie schön das ist und was für ein netter Abend. Ich werde jetzt gleich mal mich wieder auf den Weg machen, aber das ist schon wirklich richtig, richtig schön. Ich sitze mittlerweile jetzt wieder hier auf dem Motorrad. Lol, meine Motorradbatterie verabschiedet sich langsam mit den ganzen Kabeln immer hier an meiner Batterie dran. Und ja, ich bin jetzt hier gerade in einem Dorf angekommen. Ich weiß gar nicht, wie es hier heißt, aber da geht es auf jeden Fall nach Feria Artesanal. Top. Könnt ihr fassen, wie wahnsinnig schön das ist? Hier kann man die Vögel fliegen sehen, das Meer rauschen hören.
Die Sonne geht unter, das Meer glitzert. Hier hinter mir geht der Regen los. Ich weiß nicht, seht ihr das da? Und hier ist das schöne Wetter und ich werde jetzt dem schönen Wetter entgegenfahren und bin mir auch sicher, dass ich hier irgendwo einen Zeltplatz finde. Ja, hier vorne spalten sich jetzt die Wege und ich kann mich gar nicht entscheiden. Hier geht's ab ins wunderschöne Grün und hier geht's hin zu diesen, weiß ich nicht, Gesteinsteilen da. Ich weiß nicht, ob es ist so schön. Lol, er zeigt hier gar keine Straße nach rechts an. Dann wollen wir mal links fahren. Wahrscheinlich endet die rechte Straße hier vorne irgendwo. Oh, Digga, mach mich so sauer. Hat ihr das gerade? Oh mein Gott. Okay. Cool. Yo. Es ist so schön. Es ist so schön. Guckt euch mal bitte diese krasse Aussicht an. Junge. Da hinten sind Kühe, da ist das Meer, die Sonne geht unter. Ich fahre solche Straßen entlang. Ja, ich bin ganz stolz, wir sind heute gut rumgekommen, ne? Wir haben nicht 1 Euro ausgegeben heute. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Das hier ist halt echt einer so der magischen Orte, an denen du wirklich gerne einfach am liebsten 5 Tage bleibst und durchatmest. Aber dennoch ist die Straße so schön, dass du dich fragst, ey, was kommt als nächstes so? I would never wait for something to let it go to waste. With everything at stake, I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last. Ja, ich hab meinen Zeltplatz gefunden, Leute. Ganz klares Ding. Wo immer das Ding ist, da will ich sein. Wow, wow, wow. Hier kommt das Zelten. I don't care what you guys say. It's going to end here. Junge, ist das schönste Ort meines Lebens, da bin ich ganz ehrlich. Oh Gott, ist das schön. Ey, ich weiß nicht, wie oft ich das schon wieder in diesem Video gesagt habe. Oh, ist das schön. Aber es ist ein geiler Tag, Mann. Ich bin im Zelt aufgewacht, ich schlafe im Zelt ein. Ich habe nicht einen Cent heute bezahlt und so viel Schönes erlebt. So schöne Offroad-Straßen angefahren. Ich kann es kaum glauben, dass ich jetzt heute hier sein darf. Mein Motorrad habe ich hier abgestellt. Einmal noch einen Stein drunter gesetzt für den Fall der Fälle. Genau solche Momente sind halt die Momente, weshalb ich reisen gehe. Und genau so etwas ist das, was ich euch da draußen noch zeigen möchte. Ey, eine Reise muss nicht hammerteuer sein. Eine Reise kann wahnsinnig günstig sein. Und ich hoffe sehr, dass ich euch auf diesem Kanal mitnehmen kann und zeigen kann, ey, man braucht nicht irgendwie 10.000 Euro, um so eine Reise zu starten. Ich bin damals mit 400 Euro gestartet und hier war jetzt der erste Tag, wo ihr gesehen habt, ich kam ohne einen einzigen Cent aus. Und das ist natürlich nicht immer der Normalfall. Das kann natürlich auch mal weitaus teurer sein. Aber ich würde schon sagen, dass ich im Schnitt zwischen 0 und 5 Euro am Tag brauche. Ist einfach geil. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ihr so leben könntet. Mit all den Höhen, all den Tiefen einer Reise, mit den Geldsorgen, mit den Finanzen. Glaubt ihr, dass ihr das könntet? Einfach so loszuziehen und zu denken, ey, das klappt schon alles, auch wenn ich kein großes Geld dabei habe. Oder seid ihr eher Menschen, die sagen, ey, ich brauche Sicherheit, ich brauche Geld auf dem Konto, damit ich weiß, okay, ich überstehe definitiv den nächsten Tag. Da kommt einfach schlecht Wetterfront auf mich zu und da geht die Sonne richtig nett unter. Das Wetter changed hier echt innerhalb von Sekunden. Gut, schlecht, gut, schlecht. Aber naja, ich werde mal mein Zelt schlüpfen und schlafen gehen, ne? Gute Nacht. La 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 la